Ja, wir haben heute ein Überraschungspaket bekommen von futterplatz.de. Und da wollen wir mal schauen, was drin ist. Coco, guckst du mit? Gut. Mal aufmachen. Ah, erstmal ganz viel tolles, spannendes Verpackungsmaterial. Knistert. Aber darum geht es ja jetzt erstmal nicht. Der Nani kommt auch dazu, weil er das spannend findet. Da drin ist ein Frolicat. Was ist denn das? Gucken wir uns doch mal genauer an. Die Kiste kriegt ihr dann später. Aber erst schauen wir mal ganz genau, was dieses Frolicat kann und macht und wie es den Beinen gefällt. Ja, hier könnt ihr die Verpackung vom Frolicat jetzt nochmal genauer sehen. Was uns jetzt direkt aufgefallen ist, so von der Form und von der Erscheinung, sieht es super so aus wie unser Staubsaugerroboter, den ich euch jetzt gerade auch mal hier kurz hinhalte. Und die Coco macht sich den Staubsaugerroboter ja immer selbst an und spielt dann damit. Und ich habe die Hoffnung, dass eben jetzt dieser Frolicat die Coco ein bisschen mehr ablenkt vom Staubsaugerroboter, sodass der auch mal in Ruhe wieder aufladen kann. Ja, wir packen es mal aus und gucken, wie das gute Stück so ausschaut. Also wirklich sehr ähnlich unserem Staubsaugerroboter. Es ist hier ein An- und Aus-Knopf und wenn man den betätigt, dann bewegt sich diese Schnur hier nach einem Zufallsprinzip, sodass die Katzen auch nicht genau einschätzen können, warum bewegt sich das und wann bewegt sich das wieder. Ich zeige das auch gleich mal. Was jetzt nicht dabei ist, aber wir zum Glück noch hatten, das sind drei Batterien. Die braucht ihr also hier noch, um die reinzulegen. Und das war es eigentlich schon. Also ja, es kann losgehen. Ja, und das probieren wir jetzt auch mal, wie es Coco und Nanyu gefällt, unsere beiden Tester. Man sieht auch, dass das ganze System recht robust ist, weil die Coco reißt ja schon ziemlich dran. In dem Moment setzt das Ganze, der Mechanismus dann auch aus und ja, fängt dann erst wieder an, wenn eben Coco aufgehört hat, dran zu ziehen. Fazit, Frolicat ist eine ganz tolle Sache, um die Katzen mal eine Weile lang alleine zu beschäftigen. Natürlich ersetzt sowas automatisch ist nicht das gemeinsame Spiel mit der Katze. Also trotz allem ist es ganz wichtig, dass ihr mit der Katze auch gemeinsam spielt. Ja, die Coco hat jetzt also immer die Auswahl, ob sie mit dem Frolicat spielen möchte oder mit unserem Staubsaugerroboter. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis sie auch den Frolicat alleine anmachen kann. Ja, wenn ihr den Frolicat genauso toll findet, wie wir ihn finden, dann schaut mal unten in den Beschreibungen beim Video, da steht, wo ihr es auch kaufen könnt. Und ja, wir freuen uns auch sehr immer über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich besonders auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann bis bald. Tschüss.